Leute, es geht wieder los, es ist wieder soweit. Heute gibt es Spaghetti Borveri. Borveri heißt arm, also eigentlich Spaghetti für Arme. Und zwar nur mit Zutaten, die sonst halt früher eigentlich fast jede italienische Familie zu Hause hatte. Sowas wie Oliven, Olive d'Ajasche sind das, mit Sardellen, Kapern, Chili, Paniermehl, Pasta, Knoblauch, eine rote Zwiebel habe ich auch noch und ein bisschen Petersilie und am Ende haben wir hier ein sehr, sehr geiles Gericht. Es wird richtig gut. Womit fangen wir an? Eigentlich mit irgendwas ziemlich Einfachem. Wir geben nämlich einfach ein bisschen Olivenöl hier in eine vorgewärmte Pfanne. Das ist vorgewärmt, auch wirklich eher auf so schwacher Flamme. Und nehmen jetzt das Paniermehl und das lassen wir einfach nur so ein bisschen goldbraun rösten. Paniermehl, das ist so ein bisschen wie der Käse der armen Leute. Und genauso müsst ihr euch das vorstellen, das wird so ein bisschen klumpig, krümelig. Und genau in der Konsistenz brauchen wir das am Ende für unsere Pasta. Sammeln wir jetzt hier, kannst du das hier nämlich gleich auch nochmal angucken, wie das aussieht. Was wir als nächstes schon mal machen, wir setzen den Topf für das Nudelwasser auf, damit wir dann halt auch, ich schmeiß mal ein bisschen weiter nach hinten, sonst kriegt es gleich ein bisschen Flamme ab, dann fackel ich hier alles ab, damit es schon mal ein bisschen warm wird. Und dann machen wir halt hier so den Rest für unseren armen Teil. Angefangen wird mit der roten Zwiebel und dem Knoblauch. Die ersten Sachen sind geschnitten, Pfanne wieder ein bisschen erwärmt, Olivenöl kommt in die Pfanne und los geht's. Und hier werden wir gleich feststellen, dass es gleich schon mal genau die richtigen Gerüche sind, die bei uns in die Nase kommen. Während das ja schon mal brutzelt, widmen wir uns den Kapern. Rein mit dem grünen Gold hier. Jetzt sind die Kapern drin. Als nächstes haben wir hier unsere Sardellen. Und das Ding ist, wenn ihr sie jetzt gleich eine Minute später sehen werdet, also auch du, dann wirst du sehen, dass sie sich quasi aufgelöst haben. Also es ist halt quasi, jetzt verbindet sich mit dem Rest der Zutaten. Es wird dann halt quasi ein so eine Masse. Du siehst die ganzen Filetstücke nicht mehr. Und sie fungieren dann wirklich halt komplett als wichtiger Geschmacksträger hier für dieses Rezept. Wir haben gerade einen guten Moment. Das Wasser kocht. Wir können also das Salz dazugeben. Und, was viel wichtiger ist, unsere Nudeln einmal andrehen und dann fallen sie nämlich gleich wunderbar rein. Das ist aber noch nicht alles, denn als nächstes haben wir unsere Oliven, Olive d'Ajasche, und die sind schon entkernt. Ihr könnt euch also selber überlegen, schmeißt ihr sie einfach in ganzen Stücken rein oder macht ihr sie so ein bisschen kleiner. Ich bevorzuge es tatsächlich, einmal noch kurz mit dem Messer drüber zu hacken, auch einfach, weil es Spaß macht. Tada! Switchen wir wieder auf gute Laune, Ju, würde ich sagen. Einmal den Kopf ab. Wenn ihr jetzt ganz clever seid, reibt ihr euch mit den Fingern durch die Augen nach dem Chili schneiden. Nein, das macht ihr natürlich bitte nicht. Jetzt sind wir fast fertig mit der Schneide-Action. Wir brauchen natürlich noch ein bisschen Petersilie. Auch die habe ich mir hier natürlich schon zurechtgelegt. Bereiten wir auch schon mal vor. Und wenn wir dann hiermit fertig sind, wird dann die Pasta wahrscheinlich auch schon fertig sein. Also easy going. Und hier könnt ihr halt wirklich einfach nur so grob hacken. Das reicht schon. Es muss nicht so ganz fein sein. Ich habe mich bewaffnet für die Spaghetti. Die holen wir jetzt raus, ab in die Pfanne und dann kommen wir dem Ende, dem Essensgenuss, immer näher. Am Anfang haben wir ja das Paniermehl fertig gemacht, das habe ich euch ja gesagt, das ist so ein bisschen der Käse für die Armen, das habe ich ja auch anfangs erwähnt, der kommt jetzt natürlich auch zum Einsatz. Nimm mal lieber Abstand, ich hoffe, ich verschenke jetzt nichts. Also ich bin auf jeden Fall bereit. Ja. Ja, ist ein bisschen. Ach, na komm.
Wir hören jetzt auf zu schwenken. Und jetzt müssen wir nur noch anrichten. Wenn ich einen Teller hätte. Tada! So. Und da natürlich auch schon die Sardellen und die Kaper einen großen Salzanteil haben, reicht es jetzt, wenn ihr einfach nur noch ein bisschen frisch gemahlenen Pfeffer drüber macht. Und dann habt ihr unsere Spaghetti Bolognese. Eigentlich fast schon eine Frechheit, hier von einem Arme-Leute-Teller zu sprechen, denn das ist halt wirklich so reichhaltig an Geschmack. Und ich würde einfach sagen, wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst ihr einen Daumen nach oben, lasst vor allen Dingen ein Abo da, abonniert die Glocke und lasst uns auch einen Kommentar da. Ich freue mich schon auf die nächste Runde mit euch. Reingehauen, ciao.